Und damit willkommen auf dem Weg zum LS22 hier auf der PlayStation 5. Und zwar ist es soweit endlich an der Zeit. Ich glaube, ich bin jetzt bei knapp 45 Spielstunden. Und jetzt geht's langsam los. Deswegen werden wir uns hier mal in diesen Mähdrescher setzen, der irgendwo unten ist. Mod-Mähdrescher. Und dann schauen wir, was das Ding kann. Da unten steht er schon. Ist natürlich nicht gerade das helferfreundlichste Feld, was ich hier irgendwie kreiert habe, aber nutzt ja nichts, muss gemacht werden. Also wenn wir das hier ernten, ich glaube das ist Weizen, genau. Könnte ja bloß Weizen oder Gerste sein. Irgendwas anderes ist noch nicht. Soweit bereit. Ich brauche noch ungefähr 150.000, denn dann kann ich mir mal wieder ein neues Fahrzeug leisten, was ich dann bräuchte. Ich würde mir nämlich gerne den Holm holen. Und zwar mit den Aufbau von Hakenlift. Ich wollte eigentlich den Iveco LKW kaufen. Jetzt mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe nämlich das Cessna Steilwerk von. Weil es einfach besser ist zu fahren, auch wenn hier wenig Verkehr ist. In Holmarka ist eigentlich eine reine Forstmap. Und deswegen werden wir mal schauen, wie sich das Ganze denn macht. Fahren wir eine Runde gemeinsam rum. Achso, das ist. Schön. Ich habe mir noch nie getestet, weil es war ja bis jetzt noch keine andere Zeit. So, was kann man denn machen? Ich weiß gerade nicht, was sich ändert. Scheiße. Ach, die Tür geht auf. Das ist okay. Gut. Ja, ich würde sagen, feuerfrei. Schalten wir das Ding mal an. Achso, du darfst aufklappen. Irgendwas halt um. Moment, nee, jetzt doof. Achso, hier müssen wir Mähdrescher aufklappen. So. Und los geht's. Muss bloß gucken. Schwartablage muss ich auf jeden Fall anschalten. Ich brauche Strom. Strohablage ausschalten. Okay, muss dann sein. Zu näheren. Was hat er denn jetzt für Probleme? Eigentlich nicht. Warum will er nicht? Vielleicht nicht so unbedingt das beste Fahrzeug für diese bergige Hügellandschaft, wie es fast kann. Aber ich merke schon, mit 6 Meter Arbeitsbreite oder 6,60 Meter, da werde ich nicht allzu weit kommen. Naja, wir fahren jetzt mal eine Runde gemeinsam so. Und falls wir das dann schaffen. Oha! Das ist natürlich nicht so gut. Was funktioniert denn nicht? Ich weiß gerade nicht so genau. Haben auf jeden Fall massive Bergprobleme. Kann ich das Schneidwerk auch ein bisschen heben noch? Ein Schneidwerkstisch? Das ist natürlich zu doof. Okay, müssen wir es anders probieren. Nützt ja nichts. Ja, voll das Problem. Ja, jetzt gar nicht durch. Das ist halt anders. Das ist natürlich dann super, um unser Stroh zu pressen. Dass wir zigtausend Spuren haben. Da muss ich mal mit dem Sparter das drüber fahren. Ist ja nicht das Problem. Hoffen wir mal, dass es dann beim nächsten LS nicht solche Probleme gibt. Obwohl das hier ja auch etwas ausgemacht ist. Weil die Karte ja nicht dafür ausgelegt ist. Oder der Mähdrescher nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall mal, wie es aussieht, ob wir komplett ringsherum kommen oder ob ich die Ernte erstmal abbrechen muss. Und jetzt geht's. Dann einfach ein Messing holen. Wir haben noch ein Messing, aber der hat halt dieses Maisschneidwerk dran. Ne? Wie verschrollt. Man sollte vielleicht nicht unbedingt so extrem nachgucken. So, kommt natürlich nicht mit einem rum. Oh, 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 oh. Problem ist. Okay.
Was macht ihr hier? Okay, man muss also mit Sprung jetzt rumfahren, sonst ist das ganz nicht. Nein, ich glaube, wir haben es ausgesucht. Irgendwie mal was zu machen. Da müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich können wir den dann echt nicht auf den Hügel nehmen, aber ich wollte es einfach mal testen, wie gut denn der ist. Der gute Glas. Mal schauen. Ich werde jetzt mal bis hochfahren, wenn wir mal einen Helfer machen lassen. Und der vielleicht besser damit klarkommt, denn wir müssten auch noch. Achso, ich bin auch doof. Gut, die ganze Zeit nach den Inneren. Anstatt nach den Äußeren. Was vielleicht sinnvoller wäre. Vor allem mal ein bisschen hoch und dann lassen wir einfach mal einen Helfer machen. Gucken, ob der das vielleicht besser auf die Kette kriegt. Weil das ist hier eigentlich aber gar nicht so, ich weiß so. Ja, aber das haben wir mit. Hier ist der Mühle, denn die passt auch wirklich nicht viel rein, das Ding. Ich dachte eigentlich auch, dass das Bild gar nicht so wahnsinnig groß ist. Und mit halt solche Probleme. Hm. Und ich hoffe, dass er auch überhört. LS22 endlich in Darm. Endlich Hände. Und Füße. Und Körper. Irgendwie so. Irgend sowas. Das ist mir halt nicht so wahllos. Kopflos. Die Tränen fahren. So, dann sollten wir eigentlich schon fast oben sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich nebenbei mal ein neues Gut, was ich alles schon abgeändert habe, irgendwie wegfahren kann. Weil wir brauchen mal Zeit einen Anhänger. Wenn ich das sehe, wir sind jetzt schon bei 55%, ne? Was wir ja Korntank voll haben. Das ist natürlich nicht verkehrt, weil ich brauche das Geld. Deswegen sollte ich mich vielleicht nicht so sehr drüber aufregen. Okay, wir kommen auf jeden Fall besser hin auf der Seite als auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob es gerade so richtig auffällt, wie steil das hier ist. Ja, doch, jetzt fällt das mal auf, wie groß das Feld eigentlich ist. Also doch was anderes, ob man 300 PS im Schlepper hat oder 300 PS nur im Mähdrescher. Ja, weil hier wird es verdammt eng. Ich glaube, ich schaff's nicht mal, ohne jetzt rumzufahren. Das ist nicht schlimm. Aber es ist alles. Vielleicht tun wir uns erst noch einen Überladewagen. So, mal hier runter. Da sind wir nämlich schon bei 80% Grundtankvolumen. Ja, eine Runde. Spätestens jetzt würde er schon so ein Zeichen geben von wegen, mein Grundtank ist ziemlich voll. Machen wir bitte was. So, okay, naja, machen wir den einfach zusammen voll und dann laden wir über und dann lassen wir den Helfer weitermachen. So, dann sieht man schon das Desaster, was ich angefangen habe. Ja. Also so rum geht's. So rum können wir fahren. Da passiert nicht gleich was. Muss man irgendwie wahrscheinlich unten die Ecke noch ausschneiden. Damit wir ein ordentliches Vorgewende haben für den Helfer. Weil der Helfer ist ja nicht unbedingt der Beste. So, können wir das noch voll hier? Sehr gut, so. Moment, wo ausfahren? Mal gucken, wo es überhaupt ist. Ja, okay. Auf der Seite. Gut. Ja, kurz heben. Hier muss ich auch mal das Holz aus dem Wald holen. Ja, das war nicht ganz einfach. So, jetzt holen wir uns mal den nicht. Ich glaube, wir werden gleich einen Case nehmen. Und werden mal. Ja, mal gucken, welche Richtung stehe ich. Muss unbedingt mal. Ich habe schon große Fläche vorbereitet, um unseren Hof dann zu machen. Da liegt noch, keine Ahnung, ich glaube 500.000 mal Hackschnitzel, die ich jetzt aber hier auf dem Schlepper habe, die wir jetzt gleich mal wegbringen. Nehme ich in unsere Ziele, es gibt noch aktuell nicht so viel Geld. Den Weg muss ich ja auch mal weiter ausbauen. Man sieht zwar, dass es ein Weg ist, aber es sieht halt nicht so schick aus. Die wollen natürlich noch besser machen, damit dann irgendwann die Map auch so aussieht, dass man sagen kann, ja,
könnte man denken, es ist gar keine Holzumap. So, hier unten fällt es halt auf, was der LS19 halt nicht hat. Irgendwie sind alle die Wieses unterschiedlich hoch, das Sino ist unterschiedlich hoch und so weiter, und das ist auch unterschiedlich hoch. Wir hätten gar nicht so weit vorhanden, das ist für ein Case, sehe ich gerade. Nein, naja, ist egal. So, einmal abladen. Und dann fahren wir rüber und dann laden wir über vom Glas, würde ich dann vom Case sagen. Und dann schauen wir einfach mal. Boah, das dauert aber lange. Im Spiegel sieht man nichts. Nö. So, los geht's. Das wäre mal hier einfach so die Wiese. Ich hoffe, ich kann noch einmal ein bisschen Silage herstellen. Das wäre sehr, sehr gut. So. Nur nichts kaputt machen. Dann soll das Ganze seinen Gang gehen. Auch einen Weg nehmen können, aber hatte ich jetzt keinen Bock drauf. So, jetzt werden wir mal schauen, ob wir ordentlich daneben können. Ich vergesse öfters mal, dass das ein Linklinger ist und denke mir nur mal, der linkt gar nicht. Okay. Jetzt wollen wir doch mal die andere Perspektive nehmen. Okay, lass nicht mal hier stehen. Von einem metrischer Stück die auch an. Ich denke mal, das wird das Beste sein. So, jetzt sehen wir natürlich auch wieder nichts. Was wir auf jeden Fall bräuchten, wir haben eine ordentliche Bremse. Ne? Oh. Okay, müssen wir irgendwo anders dann entladen. Zumal es halt auch nicht so wahnsinnig schnell geht. So, können wir jetzt stehen bleiben, bitte? Danke. Oder halt nicht. Kannst du immer mit dem Rad. Hab ich auch noch nicht getestet. So, irgendwann fort. Man sieht es halt da. 0,2 Stunden, das hat ungefähr mit. Keine Ahnung, voll geht jetzt, glaube ich, 10 Minuten oder so. Was soll ich jetzt machen? Gas stehen, das ist mir umständlich. Und ich hoffe, dass noch die Sonne rauskommt, damit wir die anderen Pferde auch noch ernten können. Denn da fehlt noch ein bisschen Stufe. So, rein, das Ding anschalten und weiter geht's. Moment, wir sollten vielleicht mal gucken, wo wir hinfahren. So, fahren wir einmal gerade rüber. Und wieder zurück. Ich bin mir noch gar nicht sicher, mit welcher Presse ich denn hier Stroh pressen soll. Dass so schon solche Probleme hat. Aber wahrscheinlich, ich denke mal nicht. Hier am Case dran hängen, dann sollte es eigentlich passen. Von der Leistung her. So, jetzt werden wir mal ein bisschen rumfahren und ich glaube, jetzt einfach mal einen Helfer aktivieren. So, dann können wir uns nämlich um was anderes kümmern. Ja, gut. Gut aus. Kommt der bis zu hören? Was ist denn hier los? Warum gehst du jetzt da hinten? Okay, wir holen jetzt. Moment, ich hab noch irgendwo. Irgendwo? Hier. Wir werden uns auch mal abladen fangen. Ups. Jetzt. So, machen wir mal. So. Lass mich alles noch häckseln. Das Problem, ich hab kein Haarlicht. Müssen wir es kaufen. Oder wieder kaufen. Hatte ich. Haben verkauft. Hat sie irgendwie auf dem Berg nicht so geil. Da fahren wir jetzt mit dem runter. Und wir müssten dann eigentlich mal ein Schwert holen beim Händler. Da steht beim Händler, weil ich halt irgendwie. Ach, ich habe mir unten das Grasland gekauft gehabt, um hier diese Lage zu haben. So, wir haben schon der Mittag fast hier. Ab.
würde auch so gehen, oder? Macht das? Ja, das macht er. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier unten aussieht. Wenn wir dann irgendwas machen können. Ja, doch, sieht relativ gut aus. Relativ, was macht er denn jetzt? Das wird eine echte Herausforderung jetzt ernten. Vielleicht muss ich mir echt noch ein zweites Mehlwerk kaufen und mach's mir tatsächlich mit dem Käse gleichzeitig. Dann hätte ich auch schon gerne ein großes Mehlwerk. Aber dem Kleinen ist es relativ bescheiden. Ja, immerhin gucken, ich brauche schon was. Jetzt unten sind wir mal mit knapp an der Hälfte. Okay. Ja, wir gehen mal kurz zum Händler, mal schauen, was haben wir denn hier noch? Nee, kein Maisflug, das war verkehrt. Sondern wir bräuchten natürlich ein großes Mehlwerk, ein ganz großes, also brauchen wir vorne gar nicht schauen. Maximal das hier. 9 Meter ist jetzt nicht so pralle. Also ist schon nicht von schlechten Eltern. 89.000. Für das bisschen, was ich habe. Ihr seid schon krass teuer. 4,5 Meter, das reißt auch nicht raus. 13,7. 13,7 klingt nicht schlecht und das hier haben wir ja schon einmal. Genau. Das ist, hat eine Breite von 6,60 Meter. Glaube ich, ja genau, 6,60 Meter. Es gibt aber in der Version kein Breitross. Das ist ein bisschen schade. Helfer C wird blockiert. Okay, machst hier. Und ach, was macht er denn hier? Okay, müssen wir halt wieder selber machen. So. Und sollte eigentlich ja funktionieren. Müssen wir den jetzt einfach nochmal hochfahren lassen und dann kommt er wieder runter und dann. Ah ne, also ich werde mir jetzt kein Schneidwerk kaufen, wir werden es schon schaffen. Das ist ja zuversichtlich. Und wir werden jetzt mal kurz schauen, wie der andere Feld aussehen. Okay, hier ist dunkelgrün, das sollte man noch schaffen. Das ist glaube ich Mais. Moment, wir können ja mal schauen. Was haben wir denn hier? Mais, genau, hier oben haben wir Mais. Das Ölrettich, der ist eh fertig, den brauchen wir fürs Untergruppen, wenn wir wollen, wenn wir Bock haben. Und hier haben wir aber Weizen, hier müssen wir jetzt mal kurz schauen. Ich glaube, achso, hier kann ich nicht hin. Und warum Fahrzeug? Ja, ich steige einfach kurz in die Spritze und renne mal rüber. Das hier sieht gut aus. Was haben wir hier? Auch Weizen. Nur zweimal Weizen. Ich glaube, ich habe kein Hafer angebaut, was natürlich sehr günstig gewesen wäre, eventuell Pferde zu nehmen. Aber schade. Hier drüben sieht es nämlich gar nicht gut aus. Hier sind wir. Auch Weizen. Ich glaube, der wird nichts mehr. Der ist hier Stufe 2 oder so. Ich meine, gut, ist jetzt nicht das größte Feld. Das hier war eh so ein Risikospiel. Na gut. Das hier wird nichts und der Mais müsste eigentlich fertig werden. So, jetzt gleich mal wieder bis zur Spritze. Da waren wir schon. Der Mais sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, der müsste vorletzte Stufe sein. Gut, ich brauche Geld. Das bedeutet, ich muss noch ein bisschen Holz machen. Weil ich damit am besten Holz Geld machen lässt. Aber das sieht doch gut aus. Jetzt funktioniert es doch. Okay, das müssen wir dann selber noch machen, das ist nicht so gut. Nee. Und ja gut, dann fahren wir jetzt noch gemeinsam. Mit was fahren wir denn am besten? Schauen wir mal auf die Karte. Am besten fahren wir. Bisschen hierher, da habe ich noch die Presse stehen und. Ach, hier habe ich Gras gemacht. Das ist auch alles zu weit weg. Was haben wir denn hier für Fahrzeuge? Das Schneebeschild, das brauchen wir nicht. Unten ist der Case.
Kennt ihn natürlich. Bin Case bauen. Ich glaube, das werden wir auch tun, weil der Kollege noch einmal Besuch kommt. Dann könnte man mit einem anderen Schlepper runterfahren. Okay, also, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hole jetzt mit dem Case das den Schmarder und die Presse. Und dann sehen wir uns hier wieder und dann schauen wir mal, wie es hier denn weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.